Morgen und herzlich willkommen zum ersten digitalen InnoPreis-Talk. Wir freuen uns jetzt besonders heute, dass ihr mit dabei seid, dass ihr zugeschaltet habt. Wie in jedem Jahr findet auch dieses Jahr der Innovationspreis Berlin-Brandenburg statt. Und dadurch, dass wir natürlich diesmal ein bisschen kreativer werden mussten, wie wir gemeinsam die Community zusammenbringen können, wie wir hier gemeinsam mit euch in den Austausch kommen können, haben wir uns für dieses digitale Frühstücks-Innovationsformat entschieden. Insofern, ich hoffe, ihr macht es euch bequem. Wir haben jetzt 60 bis 75 Minuten ungefähr ein sehr, sehr spannendes Programm. Das heißt, schnappt euch nochmal einen Kaffee oder was auch immer und genießt die Zeit und seid natürlich auch aktiv mit dabei, bringt euch selbst mit ein in der Q&A, die wir später hier haben. Genau, kurz was zu mir. Mein Name ist Jonas Shaw, ich bin Mitgründer von Urban Impact. Wir sind eine junge Innovationsagentur, auch aus Berlin. Wir vernetzen gerade innovative junge Startups, die letztlich Städte nachhaltiger machen wollen, also alles im Bereich Smart City, Urban Tech, und haben deshalb natürlich eine Affinität, gerade dort mit Innovation zusammenzuarbeiten, das auch mit der öffentlichen Hand, mit der Wissenschaft, mit der Wirtschaft letztlich zu verknüpfen. Und immer wieder kommt natürlich in unserer Arbeit mit jungen Startups besonders das Thema, wie schafft man denn Sichtbarkeit? Wie schafft man denn eigentlich auch diesen Market Proof so ein bisschen, dass man weiß, okay, man hat sich etabliert, man wird im Markt wahrgenommen, gerade für sowas. Und das ist natürlich was, wo der Innovationspreis Berlin-Brandenburg helfen kann. Und generell ist es so bei Preisen, es gibt natürlich Preise wie Sand am Meer. Oft geht es um den Glamour, dass man auf der Bühne steht. Mal gibt es Preisgelder, das ist alles schön und gut, aber das Wichtigste ist eigentlich, dass manchmal so ein Preis tatsächlich auch den Durchbruch schaffen kann. Wenn er zur richtigen Zeit ist, wenn es der richtige Preis ist, wenn es dort sozusagen auch um Preise geht, die in der Szene, in der Community diese hohe Anerkennung auch genießen. Und das ist definitiv der Fall beim Innovationspreis Berlin-Brandenburg, denn der existiert schon seit über 35 Jahren mittlerweile. Also ist fest etabliert und definitiv der prestigeträchtigste Preis in dem Bereich hier für unsere Metropolregion Berlin-Brandenburg. Und darüber wollen wir heute mit euch sprechen. Wir wollen euch ein bisschen mehr Infos dazu geben, was das bedeutet, wie man sich bewerben kann, denn die Bewerbungsfrist läuft jetzt schon seit einem Monat und läuft noch bis zum 22. Juni. Das heißt, es ist Eile geboten, so langsam. Und genau, dafür haben wir heute auch ganz tolle Gäste hier. Und die will ich euch gerne jetzt mal kurz vorstellen. Wir haben nämlich auf der zum einen Professor Oliver Günther, Präsident der Uni Potsdam, aber auch Juryvorsitzender vom Innovationspreis. Das heißt, er kann uns ein bisschen mehr Infos geben, wie das Ganze abläuft und was dahinter steckt. Wir sprechen dann auch mit Dr. Kai Uwe Binzal vom Cluster Management Gesundheitswirtschaft von Berlin Partner. Und wir haben drei ehemalige Preisträgerinnen und Preisträger aus dem letzten Jahr mit dabei. Also gerade die innovativen jungen Startups und Gründerinnen, die wir hier auch mit dem Preis auf eine ganz neue Ebene heben wollen. Und da begrüße ich besonders Katrin Sprenger von Akkutech, Jacek Savischa von Camioni und auch Sebastian Schröer von Perto. Herzlich willkommen. So, und dann würde ich auch direkt mit Oliver anfangen. Oliver, du bist Juryvorsitzender beim Innovationspreis Berlin-Brandenburg. Nun ist das natürlich in so einer Zeit der Krise, da geht es oft ums Überleben. Wie siehst du das jetzt aktuell? Warum sollten sich trotzdem junge Gründerinnen und Gründer nicht davon abbringen lassen, hier letztlich auch sich zu bewerben? Nun, also zunächst sollte ein Innovationswettbewerb sich natürlich nicht durch so eine Krise abschrecken oder stören lassen. Wir haben natürlich sehr innovativ auf die Krise reagiert, wie zum Beispiel jetzt mit diesem neuen Format, an das wir jetzt uns jetzt auch in anderen Kontexten schon gewöhnt haben. Und insofern wird es keinen Zweifel daran geben, dass der Wettbewerb auch dieses Jahr wieder erfolgreich durchlaufen wird. Wir müssen natürlich
wie immer Werbung machen, um den Unternehmen, um den Projekten mitzuteilen, ja, den Innovationspreis gibt es auch dieses Jahr, bitte bewerbt euch. Es gibt auch einige schöne Neuerungen jenseits von Corona. Wir haben mit der Senatsverwaltung und dem Brandenburgischen Ministerium besprochen, dass die Preisträger und Nominierten dieses Jahr auch zusätzlich ein spezielles Marketingpaket im Rahmen ihres Preises erhalten, um genau das zu schaffen, was ja gerade schon angesprochen wurde, um diesen bis zu 10 Projekten und Unternehmen richtig Öffentlichkeit zu verschaffen. Denn es werden nachher sicherlich auch die 3 Preisträger erzählen. Das ist ein ganz wichtiges Ziel dieses Wettbewerbs, um die Stärke der Region, aber eben auch die Stärke der vielen tollen, kreativen Aktivitäten eben nach außen zu kommunizieren. Das werden wir auch dieses Jahr wieder schaffen, Corona hin oder her. Sehr schön. Und genau, ich glaube, auf das Marketingpaket kommen wir gleich noch zu sprechen. Mich würde jetzt aber als erstes interessieren, was motiviert dich und auch die anderen Jurymitglieder? Es sind ja insgesamt, gibt es ja eine 17-köpfige, hochkarätige Expertenjury, das ehrenamtlich noch so nebenbei zu machen. Ich kann mir vorstellen, wenn man die Uni Potsdam leitet, dann hat man auch viele andere Prioritäten. Wo kommt da die Motivation her, das zu machen? Also ich denke, ich kann für alle Jurorinnen und Juroren sprechen, dass wir das gerne tun, weil wir uns gerne für diese Region einsetzen. Manche von uns sind relativ neu in Berlin oder Brandenburg, andere sind schon seit vielen Jahren hier oder kommen sogar von hier. Aber uns alle eint die Überzeugung, dass dieser Raum wirklich einmalig ist mit seiner, auch im weltweiten Vergleich, mit seiner Ballung an Hochschulen, kreativen jungen Leuten. Bis vor kurzem auch noch relativ niedrige Mieten, das ändert sich gerade. Dann die Kombination zwischen der Metropole Berlin einerseits und dem Flächenland Brandenburg andererseits, das ganz andere Potenziale bietet. Das schafft wirklich eine einmalige Mischung. Und aus dieser Mischung, und da sind wir uns natürlich mit den beiden Landesregierungen völlig einig, kann man noch mehr machen. Und uns Juroren eint der Glaube an diese Region, aber auch der Wunsch, in den nächsten Jahren noch die berühmte Schippe draufzulegen, um zu zeigen, was hier passiert inhaltlich, was in unseren Clustern passiert, der Gesundheitscluster. Kai Binzer ist ja hier, der wird gleich noch, sicherlich dazu noch was sagen. Der Gesundheitscluster ist gerade natürlich besonders relevant. Aber es gibt viele Themen, wo was passiert in den Clustern, außerhalb der Cluster. Und das wollen wir als Juroren gerne befördern. Und deswegen nehmen wir uns gerne die Zeit dafür. Sehr schön. Wir hatten gerade schon erzählt, die Bewerbungsphase läuft sozusagen noch knapp 4 Wochen bis zum 22. Juni. Mich würde jetzt nochmal interessieren aus Sicht des Bewerbers, wie läuft denn der Bewerbungsprozess ab? Worauf muss ich vielleicht auch achten? Ja, wir haben ja 3 Bewerber vom letzten Jahr hier. Die können das vielleicht noch viel besser sagen als ich. Aber vielleicht mal vorweg von meiner Seite. Uns im Wettbewerb liegt daran, den Bewerbungsprozess relativ niederschwellig zu halten. Also es soll nicht, wir haben ganz bewusst auf lange Bewerbungsdossiers verzichtet. Wir wollen eine kurze, knackige Bewerbung, die uns auch in der ersten Auswahlrunde, wo man natürlich, wir haben ja über 200 Bewerbungen letztes Jahr gehabt, wo man pro Bewerbung nur eine begrenzte Zeit hat, wo man aber sieht, was die Innovation ist, auf welchen technischen gesellschaftlichen Entwicklungen diese Innovation beruht und was diese Innovation möglicherweise für eine Wirkung, für eine gesellschaftliche Wirkung hat. Das sind immer die 2 Komponenten. Innovationshöhe, ist es wirklich neu? Warum ist es neu? Und dann eben Impact, wie es so schön heißt, also die Wirkung dieser Innovation auf unser gesellschaftliches Umfeld. Das ist im Bereich Gesundheit meist offensichtlich, was die mögliche Wirkung ist, aber wir bedienen ja die ganze Breite. Und darauf kommt zwar der Bewerbung an. Von daher kann ich immer nur sagen, anstatt da lange zu überlegen, einfach mal eine Stunde hinsetzen, dann ist nämlich die Bewerbung schon fast geschafft. Und diese Niederschwelligkeit zeichnet den Preis auch aus. Deswegen haben wir letztes Jahr auch wieder diese über 200 Einreichungen bekommen, denke ich.
Sehr schön. Innovationshöhe ist schon ein gutes Stichwort. Was mir auch aufgefallen ist, ist eigentlich die Breite, also wie offen der Preis ist. Weil letztlich geht es ja nicht nur um technische Innovationen hier, so wie ich es verstanden habe. Stimmt das? Ganz genau. Also das haben wir auch in den letzten Jahren. Ich bin ja erst seit letztem Jahr Jury, in der Jury, aber das wurde auch schon unter meinen Vorgängern betrieben, dass man eben, klar, die technische Innovation ist ein zentraler Aspekt, aber es gibt eben auch die soziale Innovation, die gesellschaftliche Innovation, die da auch eine Rolle spielen soll. Auch thematisch, klar, wir haben die Clusterstrategie der beiden Landesregierungen im Hintergrund, aber wir sind auch nicht auf diese Cluster eingeschränkt, sondern wir sind völlig offen. Wir freuen uns auch, wenn Einreichungen mehrere Themen oder Institutionen überspannen. Wir haben Einreichungen, die von Hochschulen und Praktikern zusammen erarbeitet werden. Wir haben clusterübergreifende Einreichungen. Wir haben dieses Mal sogar erstmals die Möglichkeit eröffnet, für die Bewerber sich selbst mehreren Clustern zuzuordnen. Das war bisher nicht vorgesehen, um so eben diese Breite auch deutlich zu machen. Denn Innovation passiert nicht in vorher festgelegten Kästchen. Innovation ist ein kreativer Prozess. Jegliche Schrankenbildung, das wissen wir ja auch aus der Forschung, ist da eher hinderlich. Und deswegen ganz bewusst ein breiter Ansatz. Und ich denke, die drei Preisträger, die wir hier heute mit dabei haben, die spiegeln diese Breite auch gut wider. Sehr schön, genau. Also zu den Preisträgern kommen wir auch gleich noch. Was mich auch nochmal interessieren würde, es gibt ja jetzt auch sozusagen die Nominierten. Das ist ja nochmal ein bisschen breiter, eine Gruppe. Das heißt, dass nicht nur die Preisträger selbst da was erhalten und gerade ist ja auch der Begriff schon mal Marketingpaket gefallen. Vielleicht, Oliver, kannst du dazu auch nochmal kurz was sagen? Was ist die Anzahl der Nominierungen und was verbirgt sich auch hinter diesem Begriff? Ja, wir haben in der Vergangenheit schon die Möglichkeit gehabt, bis zu 10 Einreichungen zu nominieren. Diese 10 werden im Regelfall auch ausgeschöpft, weil genügend an interessanten Einreichungen da ist. Und dann werden aus diesen 10 nochmal 5 mit dem eigentlichen Preis ausgezeichnet. Diesen Prozess haben wir nun etwas aufgebohrt, insofern, dass alle bis zu 10 Nominierten auch ein Marketingpaket, dieses Marketingpaket erhalten. Bisher war es für die Nominierten, die den Preis dann nicht erhalten haben, mit der Pressekonferenz und der Bekanntgabe gewesen. Aber jetzt gibt es dieses Marketingpaket obendrauf für alle 10. Die Preisträger bekommen dann noch zusätzlich das Preisgeld von 10.000 Euro. Und außerdem haben wir sogar noch einen Sonderpreis mit den beiden Senatsverwaltung und Ministerium abgesprochen für Einreichungen, die aus formalen Gründen durch das Raster fallen würden, die aber dennoch so reizvoll sind, dass wir sie mit diesem Sonderpreis der Jury auszeichnen wollen, auch wenn die eine oder andere formale Voraussetzung verletzt sein mag. Also insofern haben wir da auch wieder mehr Flexibilität und dieses Marketingpaket, wo also die Einreicher angeleitet werden von Experten, wie sie sich online und in klassischen Marketingkanälen besser darstellen können, das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt in der Aufmerksamkeitsgesellschaft, in der wir uns nun mal bewegen. Sehr schön. Und das heißt also, Marketingpaket, da kriegt man nochmal Sichtbarkeit. Das ist jetzt nicht nur eine Pressemitteilung, oder? Nee, es ist genau, es ist nicht nur eine Pressemitteilung. Die Pressekonferenz gibt es natürlich weiterhin. Auf dieser Pressekonferenz werden alle bis zu 10 Nominierten auch vorgestellt mit dem Videoclip. Aber es geht eben jetzt noch darüber hinaus. Konkret stehen dann Beratungstage zur Verfügung, mit denen dann die jeweiligen Unternehmensleitungen oder Teamleitungen mit Marketing-Experten schauen können, was ist für mich jetzt der richtige Weg, um in den nächsten Monaten die Sichtbarkeit zu bekommen, die ich brauche für meinen Unternehmenserfolg, für meinen Projekterfolg. Sehr schön. Also im Sinne des olympischen Gedankens, dabei sein ist alles und es gibt ausreichend Möglichkeiten, hier davon zu profitieren. Über den Preis hinaus natürlich auch als Netzwerkplattform,
Und genau, letztlich auch einfach auch als Jahrgang, wie es so schön auch formuliert wurde, ein bisschen als Jahrgangsschau, welche Innovation und Gründerin denn hier aus Berlin-Brandenburg, aus der Region kommen. Ich bedanke mich sehr, Oliver, für deine Sichtweise, für deine Inputs hier. Wir sprechen uns nachher nochmal beim Talk, da bist du mit dabei. Genau, aber für den Moment erstmal vielen lieben Dank. So, und jetzt geht's auch gleich weiter. Und zwar mit einer unserer ersten Preisträgerinnen aus dem letzten Jahr. Und zwar ist das Katrin Sprenger von Accotech. Und auch dafür haben wir einen kleinen Film vorbereitet, einen kleinen Clip, um euch ja, eigentlich eine Idee davon zu geben, wer denn da so teilnehmen kann und was denn da für Ideen auch ausgezeichnet werden. Film ab. Das hinter mir ist der von Accotech entwickelte Megakollektor. Ein Großkollektor zur Einspeisung von CO2-freier Solarwärme für Nah- und Fernwärmenetze. Bisher war das Problem die kleinteilige Aufteilung von Solarfeldern für Großanlagen mit einem hohen Aufwand an Verrohrungen und Verbindungen. Wir von Accotech haben es geschafft, mit der Entwicklung eines Großkollektors, dem Megakollektor, dieses Problem zu lösen. Es kann ein Kollektor mit einer Fläche von bis zu 500 Quadratmetern und einer Leistung von bis zu 350 Watt Peak an eine Trassenanleitung angebunden werden. Das spart nicht nur Zeit und Material, sondern bares Geld für die Betreiber von Großanlagen. Durch die NF 2016 entstehen Betreibern von Fernwärmenetzen ein großer Bedarf an Solarthermie und deren Potenzial. Hochwertige Technologien wie der Megakollektor können hier starke Lösungsansätze bieten. Vor allem führt die Einspeisung von Solarwärme in die Netze zu einer enormen CO2-Minderung. Katrin, ich freue mich jetzt. Ich glaube, wir haben in dem Film einen guten Eindruck bekommen, was ihr bisher so gemacht habt, warum ihr auch ausgezeichnet wurdet. Ihr seid ja eine der stolzen 5 Gewinner vom letzten Jahr. Erzähl uns doch noch mal ganz kurz so ein bisschen, wie kamt ihr denn auf die Idee und auch, was hat sich denn vielleicht seitdem getan, seit letztem Jahr? Ja, also wir haben schon länger mit dem Gedanken gespielt und haben uns auch schon in den Vorjahren beworben gehabt bei verschiedenen Preisen. Waren auch schon mal nominiert, wurden dann im letzten Jahr wieder nominiert und waren glückliche Gewinner des Preises. Ja, wir sind ein Unternehmen, was die Produkte versucht ständig weiterzuentwickeln, ja, weil man eben nicht stehen bleiben darf, sondern nach vorne schauen muss und Innovationen eben wirklich sehr wichtig sind in allen Bereichen der Wirtschaft, des Lebens, der Gesellschaft. Ja, und der Preis an sich war natürlich eine tolle Bestätigung für die Arbeit, die wir hier machen, auch für unser Produkt. Und wir haben natürlich ja, eine große Aufmerksamkeit erfahren, die einfach auch unseren Bekanntheitsgrad weiter vorangebracht hat. Das Produkt ist bekannter geworden und ja, das ist schon zu merken auf jeden Fall. Produziert ihr denn hauptsächlich jetzt für die Region oder wo sind eure Abnehmer, eure Kunden? Nein, wir produzieren einmal unsere Standardprodukte für den weltweiten Markt definitiv und den Megakollektor, mit dem wir halt auch den Preis gewonnen haben. Der ist, sage ich mal, erstmal für den Bereich Deutschland und angrenzendes europäisches Ausland. Okay. Und wie schlägt sich denn die Krise vielleicht auch jetzt gerade auf eure Branche so ein bisschen nieder? Man hört ja immer unterschiedliche Sachen, aber an sich erstmal den Strom, die Wärme, die brauchen wir ja nach wie vor. Richtig, merkt man mir auch gerade, wir haben Ende Mai, ist immer noch nicht richtig warm, also Wärme wird definitiv benötigt, die Sonne scheint und da sollte man diese doch nutzen, um zu heizen. Die Krise, sicherlich hatten auch wir so diese ersten 2 Wochen Schockstarre und
Wir konnten aber relativ gut damit umgehen. Wir haben eben für die Mitarbeiter Homeoffice eingerichtet, haben cloud-basierte Lösungen gefunden für Netzwerk und so weiter. Ja, und ich glaube, inzwischen ist man auch schon so daran gewöhnt, dass es gar nicht mehr auffällt. Also die Krise ist alltäglich, man hat sich daran gewöhnt, man arbeitet damit. Es ist sicherlich schwierig, gerade auch für den Bereich, wenn man nicht systemrelevantes Unternehmen ist, was die Mitarbeiter mit Kindern betrifft. Aber ja, wenn man etwas flexibel ist, auch in seiner ganzen Denkweise, findet man eigentlich auch für alles irgendwo Lösungen. Ob man jetzt die Mitarbeiter, ob man denen unterschiedliche Zeiten anbietet für die Arbeit, dann, damit die Kinderbetreuung gesichert ist, oder wie gesagt, Homeoffice. Also man muss eben ein bisschen flexibel sein und dann ja, kommt man auch durch die Krise. Flexibilität ist immer, immer gut, genau. Mich würde interessieren, was hat euch denn damals motiviert, euch auch zu bewerben? Ihr habt euch bestimmt auch bei einigen anderen Preisen oder ich kenne das ja als Startup, da schaut man natürlich überall, wo man sich auch mitbewerben kann. Aber was hat euch denn so an dem Innovationspreis Berlin-Brandenburg gefallen, interessiert damals und dann auch, genau, wie hat sich das vielleicht manifestiert in Sachen von in Hinsicht auf neuen Kontakten? Sichtbarkeit hattest du schon angesprochen. Ja, die Motivation lag einmal darin, also man befasst sich, wenn man so wie wir ein innovatives Unternehmen ist, eben auch mit dem Bereich, weil man wird ja auch kontaktiert von verschiedenen Preisverleihern, möchte ich es jetzt einfach mal kurz nennen. Und wenn man sich damit beschäftigt, ist der Innovationspreis Berlin-Brandenburg ja eine wirklich tolle Sache, die die Region nach vorne bringt, definitiv. Die Sichtbarkeit, also die Information, die auch dann nach außen getragen wird, außerhalb von Berlin-Brandenburg, ist eben, dass es sich auch lohnt, in der Region was zu machen, dass wir hier nicht irgendwo hinterm Berg leben, sondern dass hier Unternehmen am Start sind, die eben ja, einen weitreichenden Blick haben und Innovationen entwickeln können, die eben für die Gesellschaft ja, auch einen hohen Nutzen haben. Und der Innovationspreis, ja, der Name ist Programm, definitiv. Und ja, unsere Motivation war eben, auch den Preis zu gewinnen. Das habt ihr ja sehr gut geschafft. Genau, Katrin, vielleicht meine letzte Frage auch an dich. Was würdest du den jungen Gründerinnen und Gründern jetzt mitgeben? Also einmal ja im Hinblick auf den Preis, aber auch darüber hinaus einfach so, was sind so für dich wichtige Lessons learned? Vielleicht jetzt auch nochmal mit Hinblick auf die Krise. Ja, also ganz wichtig, wie schon gesagt, ist auf jeden Fall flexibel bleiben, Rücklagen bilden. Jede kleinste Rücklage hilft auf jeden Fall und vor allen Dingen nie aufgeben. Also weitermachen. Es gibt immer irgendwo einen Weg. Man muss gucken, dass man aus allem irgendwo für sich was Positives rausziehen kann. Und dann kommt man auch durch eine Krise und dann entwickelt man auch tolle Innovationen. Das finde ich den richtigen Mindset. Super, Katrin. Vielen lieben Dank dafür. Wir sehen uns auch nachher nochmal in der Talkrunde. Genau, aber für den Moment schon mal vielen lieben Dank. Ja. So, und jetzt leite ich dann auch gleich über zu unserem nächsten Gast. Wir hatten, genau, Kai Binzel schon eingeführt. Er ist Clustermanager für die Gesundheitswirtschaft für Berlin Partner. Und das würde mich besonders jetzt interessieren auch. Kai, wie ist denn dein Blick jetzt gerade? Was kann denn die Gesundheitswirtschaft an sich beitragen? Und genau, was ist eigentlich ein Clustermanager? Was macht ein Clustermanager? Oh, das sind jetzt breit gefächerte Fragen an der Stelle. Also ein Clustermanager, ich würde mal sagen, das ist ein Sekretär eines Clusters. Wir versuchen, die Herde zusammenzuhalten an einem Cluster Gesundheitswirtschaft. Das sind jetzt über 20.000 Unternehmen, über 300.000 Beschäftigte. Wir versuchen, die immer wieder zusammenzubringen zu innovativen Formaten und sie dazu zu motivieren, zusammenzutun, dass wir es in Berlin-Brandenburg wirtschaftlich und wissenschaftlich ein Stückchen, eine kleine Vorteilsumgebung haben zu den ganz tollen
Leuten sonst auf der Welt, mit denen wir natürlich auch gerne zusammenarbeiten. Ja, was können wir im Moment tun? Gesundheit ist natürlich in diesen Tagen und Wochen in aller Munde und auch die Gesundheitsbranche war natürlich stark gefordert. Sie war sehr unterschiedlich gefordert. Sie war insbesondere da, wo es um Versorgung ging, sehr intensiv gefordert, sich vorzubereiten auf eine Situation, die wir an anderen Stellen der Welt gesehen haben und Gott sei Dank nicht ganz bei uns erleben mussten, weil wir gut vorbereitet waren, die Dinge gut vorangetrieben haben. Sie hat dann sich beschäftigt natürlich auch um logistische Fragen. Wir alle haben im Blick noch das Thema, wo ist eigentlich die persönliche Schutzausrüstung, wo ist medizintechnische Güter, gibt es genügend Beatmungsgeräte, wo zum Beispiel auch Pharmafirmen regionalen Krankenhäusern geholfen haben. An der Stelle danke an die Bayer. Pharmafirmen, die für Desinfektionsmittel gesorgt haben, auch Universitäten, die TU Berlin war da ganz vorne dabei, in den frühen Phasen Desinfektionsmittel, so einfache Dinge bereitzustellen. Es ging um Dinge wie Kommunikation, es ging um Entwicklung von Apps, die Charité zusammen mit dem RKI die erste Corona-App entwickelt hat, mit Startups auch zusammen. Und auch das Thema Testung. Testung überall ein Mangel. Lange Zeit in Berlin sind wir sehr schnell auf einer Testkapazität von über 60.000 Tests am Tag gewesen und haben davon nicht 20.000 wirklich gebraucht, wollten auch gute Teile von Brandenburg in guter Zusammenarbeit der Länder machen. Das war also schon spannende Zeiten, die wir jetzt so ein bisschen hinter uns haben und noch irgendwo mittendrin sind, aber wieder in der, wie sagt man so schön, neuen Normalität ein Stückchen ankommen. Du sagtest gerade, die Herde so ein bisschen zusammenhalten, das ist dein Ziel. Es gibt ja auch, wird ja oft der Begriff der Synergien bemüht. Wie hast du das denn wahrgenommen jetzt? Also gab es denn wirklich, haben da Brandenburg und Berlin, haben die verschiedenen Akteure da wirklich so an einem Strang gezogen? Ja, das haben sie. Wir müssen aber auch irgendwo feststellen, dass wir auf Pandemie, also viele waren auf Pandemie nicht wirklich gepolt. Ich meine, ich habe die 50 auch gesehen, habe ich noch nicht erlebt im Leben. Und so waren das ein oder andere Unternehmen, irgendjemand sagte eben auch schon Schockstarre. Also es gab schon die Phase der Tage der Schockstarre. Wir haben ein Riesenglück gehabt, wir als Unternehmen, aber viele andere auch, dass wir digital schon sehr gut aufgestellt sind. Also ich konnte vom ersten Tag an zu Hause gut arbeiten, alles erreichen, kam auf jedes Dokument, konnte mit vielen kommunizieren. Und das, was wir jetzt erleben, das ist ja jetzt hier erleben, ist ja Praxis für uns alle. Videokonferenzen, Schaltungen, Calls, Townhall-Meetings, daraufhin waren wir gut vorbereitet. Ja, die Länder arbeiten gut zusammen. Ich habe eben angesprochen, Bayer hat das Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam zusätzlich ausgestattet, um nur ein Beispiel zu nennen. Viele andere Unternehmen, Pfizer hat Testkapazität bereitgestellt, um dort schnell zu helfen. Also dieser ausgeprägte Wunsch zu helfen, der war bei vielen und solidarisch und über Landesgrenzen hinaus da. Was wir aber auch sehen, ist, ich freue mich bei ganz vielen Sachen, wenn sie wieder ganz professionell funktionieren. Das war nicht immer einfach, wenn auch welche kamen, ich habe jetzt hier 10.000 Masken, die möchte ich zur Verfügung stellen. Du musst dann nämlich die Qualität prüfen und ich hörte auch, dass das Schwierigste waren dann Bundeszuweisungen, wenn aus irgendeinem Ministerium 10.000 Masken geliefert wurde und keiner wusste, was war denn das jetzt. Also solide bestellen, etablierte Lieferwege, internationale Lieferketten, auch das ist Qualität und da möchten wir auch zu einem guten Stück hinkommen. Normalität ist, glaube ich, da der beste Qualitätsgarant. Und ich glaube, es hat uns allen auch gut gezeigt, deshalb finde ich das so schön, dass der Innovationspreis dort so, ich sag mal, verschiedene Arten der Innovation auch zulässt, weil natürlich eine große Sache, die wir jetzt in der Krise sehen, ganz viel Innovation ist jetzt nicht unbedingt nur rein technischer Natur, sondern oft Prozessinnovation. Also gerade das, wir haben auch jetzt, ich habe auch die letzten paar Wochen beim Wir versus Virus Hackathon damals von der Bundesregierung, der im März stattfand, mitorganisiert. Wir arbeiten dort mit Teams immer noch zusammen im Rahmen von so einem Unterstützungsprogramm. Und es ist super spannend einfach zu sehen, dieser Kulturwandel, der eingesetzt haben. Da arbeiten die besten Leute aus der Privatwirtschaft zusammen mit den besten Wissenschaftlern, zusammen mit Freelancern, mit Angestellten, zusammen mit Leuten aus den Bundesministerien und auf der lokalen, kommunalen Ebene. Und ich glaube, das hat es in so einer Form auch vorher noch nicht gegeben. Wenn ich da einen Satz noch kurz zu, jetzt bin ich abgedreht, sehen Sie mich noch? Ja, wenn ich da einen Satz wirklich ergänzen würde, wir haben jetzt vor uns über Pfingsten einen großen Hackathon in Boston.
mit dem MIT zusammen, wo es uns gelungen ist, aus Berlin und Brandenburg, ich glaube, über 70 Teilnehmer zu gewinnen, was nicht so ganz einfach ist, weil die sind ja so ein bisschen zu einer anderen Zeit auch aktiv. Also die da mitspielen, die machen aber fix nichts anderes mehr. Das ist nonstop das Ganze. Die Themen dabei, das sind dann aber auch genau, sind 8 Tracks aufgerufen. Ich glaube, 5 davon sind überhaupt gar nicht technisch. Da geht es dann darum, wie kommunizieren wir auch ein Stückchen Wahrheit zu Corona-Zeiten? Gehen wir auch spezielle, wie bieten wir Lösungen an für vulnerable Zielgruppen, also auch ältere Leute? Da geht es im allerwenigsten um knallharte Technik, sondern in der Tat wirklich Prozessinnovation, soziale Innovation, das spielt da eine ganz große Rolle. Sehr schön. Was ich schon raushöre, ist, da sind wir gar nicht so schlecht aufgestellt in Berlin und Brandenburg. Zumindest, wenn man dort auch gemeinsam denkt. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, einfach auch so auf der strategischen Ebene, orientiert sich der Preis ja auch an den 5 Clustern der gemeinsamen Innovationsstrategie, die Berlin und Brandenburg haben. Kannst du dazu noch kurz was sagen? Ja, daran orientiert er sich, aber das sind die Cluster bilden natürlich auch die großen gesellschaftlichen Herausforderungen und Interessen der Menschen tatsächlich ab. Also Gesundheit, nicht? Wir wollen gesund bleiben. Mobilität, ja, wir wollen von A nach B. IKT, wir wollen Informationen tatsächlich haben. Energie, irgendjemand sagte schon eben gerade, warm und trocken ist doch schön an der Stelle. Also die Cluster bilden das ab und sie sind letztendlich Klammern darum, dass das, was die Menschen bewegt. So, und Professor Günther hat ja auch schon gesagt, ja, die Cluster sind ein Hilfsmittel tatsächlich, um die auch zusammenzubringen, die sich füreinander interessieren. Ganz spannend ist es oft, wenn es zwischen den Clustern tatsächlich abläuft. Ja, Entwicklungen zum Beispiel mit optischen Technologien, Sensoren, die dann auf Gesundheit einzahlen. Das Thema Energie in Krankenhäusern, es gibt kaum Einrichtungen, die so viel Energie brauchen und absaugen wie Krankenhäuser. Also da zusammenzuarbeiten, Digitalisierung ist eh ein Cross-Cluster-Thema. Also die Cluster sind für uns eine Möglichkeit, tatsächlich die Arbeit zu strukturieren, auch so ein bisschen Wir-Gefühl zu sehen. Aber die Innovation ist in den Clustern und zwischen den Clustern. Sehr schön. Wie nimmst du das denn wahr von den Gründerinnen und Gründern? Wie gehen die jetzt, zumindest in deinem Bereich, mit der Krise um mehrheitlich? Kommen die damit klar? Werden die jetzt noch kreativer oder verzagter, womöglich der ein oder andere auch? Verzagen habe ich bislang nicht erlebt oder ganz, ganz wenig erlebt. Du hast angesprochen, dass der Wir versus Virus Hackathon, ganz viele Hackathons, die es gegeben hat, ganz viele Leute, die sich damit beschäftigt haben, wie können sie denn helfen? Das ist noch nicht immer gleich damit verbunden tatsächlich, dass ich davon auch leben kann. Und es gibt natürlich ein bisschen eine Sorge, die ich mir mache, um Startups, um viele Startups, wo 5.000 Euro wenig helfen, gerade dann, wenn ich einen Laborbetrieb habe, wenn ich einen größeren Betrieb habe, den ich unterhalten muss und wenn ich in einer Phase bin tatsächlich, wo es nicht schnell geht, eine Innovation tatsächlich nach vorne zu bringen. Also da würde ich mir noch ein bisschen mehr Unterstützung auch der Bundesregierung wünschen. Wir haben die ersten Säulen da. Wir sind dabei, den Venture-Markt zu unterstützen. Das ist richtig. Aber bei den Startups müssen wir auch wirklich den Blick haben, denen zu helfen, durch die nächsten 1-2 Jahre, die schon ein Stückchen schwieriger werden, zu helfen. Denn das Auftragsvolumen, auch deren Kunst, viele haben ja ein duales Businessmodell, wo sie mit Umsätzen aus Dienstleistungsgeschäft und Produkten arbeiten wollen. Also gerade das Umsatzgeschäft, das könnte nach unten gehen. Also da müssen wir sehr sorgfältig drauf achten und diese Motivation hochhalten. Ansonsten ist sehr erfreulich, dass auch das BMBF zum Beispiel sehr viele Ausschreibungen im Moment bringt, um gute Forschung und Innovationen auch weiter am Laufen zu halten. Kai, ich habe das Gefühl, wir könnten noch ewig weiterreden. Du hast so viel zu sagen. Aber wir haben ja noch ganz andere interessante Themen. Genau. Aber auf jeden Fall, wir sehen uns auch nochmal nachher in der Talkrunde. Insofern auch nochmal an die tatsächlich an unsere Zuschauer im Chat, wenn ihr Fragen habt, die ihr vielleicht auch Kai oder den anderen nochmal nachher stellen wollt, dann schreibt das gern uns. Wir sichten das Ganze und das wird mir dann auch zugespielt und genau, probieren das dann auch
später nochmal beantwortet zu bekommen. Vielen lieben Dank, Kai, an dieser Stelle und bis nachher. So, und dann würden wir jetzt auch schon weitermachen. Und zwar mit unserem zweiten Preisträger vom letzten Jahr. Das ist Kamioni, und zwar der Jacek Javisha. Jacek, bist du da? Wir hören dich, glaube ich, noch nicht. So, hallo, grüß dich, guten Morgen. Sehr schön. Wir schauen uns jetzt erstmal deinen Einspieler an, damit wir alle wissen, was Kamioni so Tolles macht. Und genau, dann geht's gleich an unser Gespräch. Kamioni schafft die digitale Infrastruktur für die Zukunft der Baulogistik. Dafür entwickeln wir intelligente Apps für Bauunternehmer, Speditionen und Baustofflieferanten und vernetzen alle auf einer einzigen Plattform. Über die Kamioni-App können Poliere ihre Materialien mit wenigen Klicks bestellen und die Auslieferung live verfolgen. Die Disponenten kriegen die Aufträge in ihrer Kommandozentrale und weisen sie Lkw-Fahrern zu. Und diese erhalten alles auf ihrem Telefon und können sogar digitale Lieferscheine ausstellen. Damit bilden wir den gesamten Prozess digital ab und sorgen für effiziente Logistik, produktive Baustellen und weniger Stress für alle. So machen wir kleine und mittelständische Unternehmen fit fürs digitale Zeitalter. Baulogistik einfach und effizient. So, Jacek, ich fand das einen sehr erfrischenden kleinen Film. Da sieht man so wirklich, wie der Alltag auch aussieht. Nun musst du uns das nochmal ganz genau erklären. Digitale Kommandozentrale für die Disposition von Baumaterialien. Wie kommt man denn auf sowas? Wir hören dich leider noch nicht. Yes, hi. Ja, wie kommt man auf sowas? Tatsächlich schlägt mein Herz einfach für die Logistik und die Bauindustrie ist tatsächlich eine der Industrien, die einiges an Aufholungsbedarf hat, was Innovationen angeht. Da ist in den letzten Jahren nicht allzu viel passiert, aber dementsprechend ist da extrem viel zu holen, sehr viel Produktivitätssprünge, die da noch zu machen sind. Und deswegen ist das ein Herzensthema von mir. Und wir haben quasi angefangen mit der Disposition, damit wir erstmal die Aufträge zu den entsprechenden LKWs zuweisen können in Echtzeit und haben das Ganze dann weiter ausgebaut, dass wir auch Lkw-Fahrer mit Apps ausgestattet haben und mittlerweile auch sogar den Polieren auf der Baustelle die Möglichkeit geben, ihre Baustoffe online per App zu bestellen, dass sie quasi in den gleichen Genuss kommen wie wir, wenn wir eine Lieferpizza bestellen wollen. Nun spricht man ja in der Startup-Welt immer ganz gern von Pain Points, von sogenannten Schmerzpunkten, Schmerzen. Man muss natürlich für so eine clevere Idee auch erstmal die Schmerzen kennen. Wie sind die dir bewusst geworden? Tatsächlich durch viele Gespräche einfach. Die Idee ist tatsächlich ursprünglich entstanden aus meiner Dissertation heraus, die sich halt mit Logistik beschäftigt hat, allerdings fabrikintern in der Automobilindustrie. Und irgendwann habe ich dann einen Artikel gelesen, dass die LKWs auf unseren deutschen Straßen nur zu 50% ausgelastet sind. Und das ist natürlich etwas, das kann man nicht so stehen lassen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Und je tiefer ich mich damit auseinandergesetzt habe, desto klarer wurde, dass die Bauindustrie besonders profitieren kann von einer digitalen Lösung, weil die Dynamik einfach nochmal deutlich größer ist als in anderen Industrien und deswegen schnell reagiert werden muss. Und ohne Echtzeitinformationen ist das natürlich quasi unmöglich. Nun wurde sie ja ausgezeichnet im letzten Jahr. Das heißt, ihr habt ja sozusagen den Proof of Concept schon gehabt, ihr hattet euer Produkt am Markt, die Leute fanden es toll, deshalb wurdet ihr ausgezeichnet. Kannst du uns trotzdem vielleicht nochmal so ein bisschen eine Idee von der Zeitschiene geben und auch vielleicht die Probleme, die ihr davor hattet und wo dann auch so ein Preis hilfreich sein kann, um vielleicht einfach aufs nächste Level zu kommen?
Ja, klar. Also wir sind gestartet mit einem Exist-Stipendium. Das war für uns eine tolle Sache. Da konnten wir quasi erstmal in einem ja, behüteten Umfeld erstmal mit ein bisschen Zeit das Ganze aufbauen. Das ist nämlich nicht so einfach, wie es klingt. Das digitale Fundament, das Betriebssystem für den Bau quasi aufzubauen. Und das waren unsere ersten Schritte. Der Innovationspreis lag dann quasi auf der Hand, weil Berlin-Brandenburg, unsere Region, die wir repräsentieren, ein sehr prestigeträchtiger Preis. Und wir haben es einfach mal probiert. Wir waren uns da gar nicht so sicher, dass wir das schaffen. Wir haben uns extrem gefreut, dass wir unter die Nominierten gekommen sind. Und das war schon eine extrem spannende Reise. Aber natürlich war dann der eigentliche Preis nochmal so das i-Tüpfelchen. Was ich sehr schön fand, also natürlich war es erstmal eine Wertschätzung der eigenen Arbeit. Ist natürlich immer schön, wenn man Kunden hat, die das Produkt kaufen und die es benutzen, aber sag ich mal, diese externe Wertschätzung nochmal von einer Jury, die über 200 andere Ideen sich halt auch angeguckt hat, und die Preisverleihung, das war tatsächlich eine sehr schöne Geschichte in Summe. Was tatsächlich aber das Wichtigste fürs Unternehmen war, ist das Thema Visibility. Also wir haben wirklich durch die unterschiedlichen Kontakte, die wir bekommen haben, also viele Personen kennengelernt, mit Senatsverwaltung, Unternehmern gesprochen, aber natürlich auch von Radio, Fernsehen etc. Angesprochen, sind in RBB-Abendschau reingekommen. Das ist dann natürlich schön, wenn man dadurch dann auch mal ein paar Inbound-Leads generieren kann, gerade in der Branche, die sehr auf Image oder Vertrauen setzt, Bekanntheit setzt. Genau, vielleicht können wir hier auch noch mal kurz den Zuschauern sagen, Bewerbungsphase ist jetzt, aber tatsächlich ist die Auswahl der 10 Nominierten, das passiert bis Ende Oktober, die wird Ende Oktober bekannt gegeben, und tatsächlich ist dann die von dir gerade schon genannte Gala sozusagen, die Preisverleihung findet dann Ende November statt. Nur so von der Timeline mal her. Du hast auch gerade angesprochen, Exist, du hast promoviert, bist dadurch eigentlich so ein bisschen auf die Idee auch gekommen. Das Spannende, was ich finde an dem Preis, ist, dass ja hier auch sozusagen Innovation aus der Forschung genauso zugelassen werden und nicht nur sozusagen fertige Startups. Ich habe selbst lange Jahre an einem Fachgebiet an der TU mitgearbeitet, da ging es auch um viele innovative Projekte zum Thema Stadtplanung, wie kann man das irgendwie transparenter, interaktiver machen. Und ich habe auch gesehen, wie schwer das sein kann, manchmal aus dieser Uni-Welt rauszukommen dann in die echte Welt, weil du halt einfach ganz anders denken musst und auch andere Strukturen da brauchst. Ging dir das ähnlich? Ja, das ist auch definitiv ein wichtiger Punkt. Ich hatte aber das Glück, sage ich mal, vorher schon viele Jahre in der Wirtschaft gearbeitet zu haben. Von daher, man muss den Switch auf jeden Fall hinkriegen. Wissenschaft ist nochmal was anderes, als tatsächlich in der Wirtschaft nochmal Erfolg zu haben. Da geht es halt wirklich darum, was hat der Kunde im Endeffekt wirklich davon? Wie kann ich ihn überzeugen, das Produkt zu kaufen? Er muss den Nutzen da drin erkennen. Das heißt, da reicht nicht der reine technische Aspekt, sondern es muss wirklich dem Endkunden was bringen. Der Return on Investment muss da sein und ansonsten wird nicht gekauft. Und das ist gerade in unserer Industrie etwas, wo man sehr überzeugend sein muss, um das den Kunden klarzumachen. Jacek, nochmal eine Frage jetzt. Wir haben jetzt gerade schon ein bisschen über eure Anfangszeit gesprochen. Kommt ja dann als nächstes immer gleich die Frage, was ist das Geschäftsmodell und auch wie ist das Produkt aufgestellt? Ihr habt jetzt den Vorteil natürlich, dass ihr ein komplett digitales Produkt habt. Und wir sind auch kürzlich umgezogen. Ich kann auch sagen, während Corona wurde noch ordentlich gebaut in Berlin. Mhm. Also nicht jede Baustelle hat stand, glaube ich, still. Wie seid ihr denn, also wie macht euch das jetzt resilienter in der aktuellen Situation? Mhm. Wie nehmt ihr das wahr? Vielleicht auch im Hinblick dann nochmal auf andere Bereiche in eurem Umfeld, die vielleicht stärker betroffen sind. Ja, also grundsätzlich, es gibt natürlich immer zwei Seiten der Medaillen. Auf der einen Seite sind Sales-Zyklen jetzt natürlich länger geworden, man ist ein bisschen vorsichtiger. Auf der anderen Seite, glaube ich, man muss auch die Chancen in so einer Krise sehen, und das, was wir hier gerade machen, das ist etwas, das hätte es vor ein paar Monaten wahrscheinlich nicht gegeben. Wir hatten es vorher schon gehört, jeder von uns führt täglich Dutzende, manchmal Videocalls. Das wäre etwas, was vor 3 Monaten noch nicht möglich gewesen wäre. Heute
sind potenzielle Kunden bereit, eine Demo auch online zu machen. Wir können Videocalls machen, wir machen Video-Onboardings. Das sind alles Dinge, die uns effizienter machen, wo wir mehr Kunden helfen können und dementsprechend auch für uns eine und für unsere Kunden auch eine sehr positive Entwicklung. Von daher diese Chance probieren wir definitiv zu nutzen und das werden wir auch weiterhin tun. Ich glaube, das gibt der ganzen Digitalisierung gerade in Deutschland auch nochmal einen guten Push. Sehr schön. Jacek, ich kann da kaum noch was, also ich bin da komplett d'accord mit dir und genau. Vielen lieben Dank für deine Perspektive und auch super spannend, was ihr da macht und viel Erfolg auch für die nächsten Schritte. Denn es geht ja immer irgendwie weiter und immer die nächsten Herausforderungen, die da auf einen warten. Genau. Also ja, vielen lieben Dank schon mal an dieser Stelle und wir werden jetzt eine kurze technische Pause mal machen für eine Minute. Ein, zwei Minuten, um nochmal etwas mit dem Ton zu klären und sehen uns dann gleich hier. Also bitte dranbleiben, es geht sofort weiter. Bis gleich. So, da sind wir schon wieder. Ich freue mich jetzt auf unseren letzten Interviewpartner für heute. Hallo Sebastian Schröer. Sebastian, du bist Geschäftsführer von Perto. Ihr macht ganz spannende Sachen im Bereich Wärmepumpen, Energie, Effizienz und so weiter. Und wir haben natürlich hier auch als Gewinner vom letzten Jahr auch euren Gewinnerfilm und den spielen wir jetzt mal ab. Wir sind Perto, wir sind ein Energieeffizienzdienstleister und wir haben uns auf den standardisierten Austausch von Heizungspumpen konzentriert, um Energie, Geld und natürlich auch Treibhausgasemissionen einzusparen. Wir tauschen die Geräte jedoch nicht nur aus, wir bringen sie auch online und verbinden sie mit einer von uns entwickelten IoT-Plattform. So sind wir in der Lage, den gesamten Wärmeenergieverbrauch und die Verteilung in Gebäuden zu digitalisieren. Bei Heizungspumpen ist das besonders naheliegend, denn moderne Hocheffizienzpumpen verbrauchen bis zu 90% weniger Strom als alte. Heizungspumpen sind Teil jedes Heizungssystems und von diesen hier gibt es ungefähr 50 Millionen in Deutschland. 80% davon sind ineffizient. Würde man die alle austauschen, könnte man 3 Kohlekraftwerke stilllegen. Wir haben eine Technologie und einen Prozess entwickelt, bei der man nur das Typenschild braucht. Und wir anhand einer Datenbank von mittlerweile 6000 Geräten einen Effizienzbericht mit allen relevanten Daten erstellt, inklusive Festpreisangebot zum Austausch, kostenlos und unverbindlich. Smarte Pumpen zu nutzen ist eine einfache, kostengünstige und schnelle Methode, das komplette Heizungssystem in Gebäuden zu messen, intelligent zu steuern und zu optimieren. So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Hallo Sebastian. Hallo. Schön, dass du bei uns bist. Ich kenne den EUREF Campus auch ganz gut. Ich bin da öfter mal und gebe auch Führung. Und ich glaube, da seid ihr mir auch schon mal über den Weg gelaufen. Was mich jetzt interessieren würde, was hat sich denn seitdem ihr Preisträger seid beim Innovationspreis, was hat sich denn im letzten Jahr bei euch getan? Bei uns hat sich einiges getan. Wir haben uns natürlich deutlich weiterentwickelt. Wir haben die Technologie weiterentwickelt. Wir haben das Geschäft ausgebaut. Und daran hat der Innovationspreis einen großen Anteil. Ja. Das heißt, also ganz konkret, hast du ein paar Beispiele? Seid ihr jetzt noch mehr auch in Berlin aktiv? Guckt ihr gerade schon ans internationale Skalieren, wo die nächsten Märkte sind? Oder wo steht ihr da genau? Ja, wir sind im Gebäudebereich unterwegs. Da reicht, glaube ich, auch erstmal der Berliner Markt. Aber wir sind tatsächlich bundesweit mittlerweile unterwegs, international noch nicht. Und das ist auch erstmal nicht geplant, weil das nicht notwendig ist. Also der Gebäudesektor ist so groß, da braucht man noch nicht ans Internationalisieren zu denken. Ja. Der Preis hat einerseits für die bestehenden Geschäftsbeziehungen enorm geholfen. Also wir haben, ohne dass wir das bekannt gegeben haben, von bestehenden Partnern oder Kunden oder potenziellen Kunden da die Rückmeldung erhalten. Ja, wir haben gehört, ihr habt den Preis gewonnen, herzlichen Glückwunsch.
Das ist enorm hilfreich, weil das auch für die Kunden dann eine Bestätigung ist. Ja, das sind keine Spinner, sondern die wissen, was sie tun. Und es ist natürlich aber auch ein großes Vertriebsargument. Also alleine, wir haben diesen Preis in die E-Mail-Signaturen zum Beispiel eingetragen. Wenn man dann E-Mails rausschickt, sieht man das gleich und das ist dann ein weiteres Qualitätssignal. Vor allem, wenn man eben als junges Unternehmen, als Startup noch überhaupt kein Renommee und keine Sichtbarkeit hat, ist das schon mal so der erste Kontaktpunkt, wenn man nach dem Unternehmen googelt oder wie sieht, wer ist dann das? Und wenn dann als eines der ersten Treffer aufleuchtet, Innovationspreis gewonnen, ist das natürlich erstmal eine Tür, die aufgeht. Insofern hat das enorm geholfen. Aber auch natürlich intern, also für unsere eigenen Leute, das ist eine große Bestätigung, so wie Katrin Sprenger vorhin schon gesagt hat. Man sitzt ja ziemlich lange an der Entwicklung von etwas, ist davon überzeugt, hat aber keine Bestätigung von außen. Und wenn dann so ein renommierter Preis sagt, ja, das, was ihr macht, das ist sinnvoll, dann wirkt das natürlich auch sehr, sehr motivierend auf die eigenen Leute. Das sollte man nicht unterschätzen. Ja, ich finde das ein super spannender Punkt und auch ich würde sagen, neuer Aspekt, den wir so jetzt noch gar nicht beleuchtet haben, sozusagen das Zeichen, was es, wie du schon gerade so schön sagtest, was an die eigenen Mitarbeiter schickt, zeigt, dass man, hey, wir sind da auf dem richtigen Weg, wir machen da weiter. Man grübelt ja sonst doch manchmal vielleicht, wann hört man auf, ja, ist man auf dem richtigen Weg, muss man vielleicht irgendeine Anpassung machen und da kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass natürlich so eine Auszeichnung dort nochmal die nötige Bestätigung gibt. Wie wusstet ihr denn, also als ihr euch beworben habt, wann wusstet ihr denn, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, sich zu bewerben? Wussten wir gar nicht. Wir haben das einfach auf Glück mal versucht. Wir haben auch überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir da irgendwie in die Endrunde kommen. Also die Nominierung war schon eine große Überraschung und ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir da nicht gewinnen. Aber ich glaube, man neigt dazu, und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für die potenziellen Bewerber in diesem Jahr, man neigt dazu, sich selbst zu unterschätzen, weil man ja davon ausgeht, naja, was wir hier tun, das ist ja irgendwie total naheliegend, da kommt ja irgendwie jeder drauf. Und dann ist ja mal die eine Frage, setzt sich das wirtschaftlich durch? Und die andere Frage ist das wirklich ein technischer Sprung? Aber die meisten Innovationen sind eben keine Produkt-, sondern Prozessinnovationen. Also man setzt neue Dinge zusammen in anderer Reihenfolge und kommt dann zu deutlich besseren Ergebnissen. Und alleine Skalierbarkeit ist schon ein großer Innovationserfolg. Insofern war das für uns keine große Überlegung. Wir machen das einfach. Der Bewerbungsprozess war ja sehr, sehr überschaubar. Insofern haben wir gedacht, so, wir machen das jetzt einfach mal und wenn das nichts wird, naja, dann eben nicht und dann im nächsten Jahr nochmal. Ja. Und dann hat es eben gleich im ersten Anlauf geklappt. Das war natürlich super. Ja, Gratulation dafür auch nochmal. Danke. Und in welcher Phase, ich sag mal, von der Produktentwicklung wart ihr da gerade? Wart ihr sozusagen noch so Prototypen mit den ersten Pilotkunden oder wart ihr schon komplett im Markt und genau, alles safe? Wir waren technisch noch relativ am Anfang, weil wir eigentlich einen relativ langen Fahrplan haben. Also wir haben einerseits eine Technologie entwickelt, um einen Austausch skalierbar zu machen, also einen massenhaften Austausch von simplen Produkten. Und die zweite Hälfte dieser Innovation ist dann, diese Geräte auch noch online zu bringen und somit Gebäude zu vernetzen. Und insofern waren wir von der Technologieentwicklung noch relativ weit am Anfang. Wir hatten aber parallel schon Geschäft. Also wir haben für die Stadt Berlin mehrere Liegenschaften, mittlerweile fast 200, saniert. Also sind da einmal durchgegangen, Polizeiwachen, Feuerwehrwachen, Museen und Schulen und hatten da also schon die Bestätigung, dass das erste Geschäft, also der reine Austausch von den Produkten, dass das funktioniert. Ja. Und insofern war aus unserer Sicht das auch nicht problematisch, einfach mal eine Bewerbung abzuschicken, weil wir noch weit im, noch viel Potenzial im technologischen Prozess hatten.
Und insofern war es dann eine doppelte Überraschung, dass alleine schon der erste Teil, also nur der Austausch, schon preiswürdig war. Sebastian, ich finde, das ist eine tolle Geschichte auch und ich freue mich da richtig, dass euch das so weitergeholfen habt. Genau, vielen lieben Dank für deine Sichtweise und für eure Erfahrung auch. Und ich bin auch schon gespannt, wer es dieses Jahr wird. Du wahrscheinlich auch. Werdet ihr dann mit dabei sein? Ich denke, ja, je nachdem, wie dann die Ausgangsregeln sind, ob das dann auch online ist oder Präsenz, aber wir werden es uns auf jeden Fall ansehen. Ja. Super schön. Dann sehen wir uns hoffentlich dann auch in Person. Sebastian, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja, und euch noch einen guten Tag. Ciao. So, das waren unsere Experteninterviews. Ihr habt jetzt hoffentlich einen guten Einblick darin bekommen, was so die Chancen hier sind, dass es auch gar nicht wehtut, sich zu bewerben. Insofern nochmal der dringende Aufruf, tut das. Ich denke, das war das klare Signal, die klare Nachricht von allen hier. Bevor wir jetzt in unsere kurze Fragerunde noch in Q&A gehen, wir haben jetzt ungefähr noch 15 bis 20 Minuten, probieren dann auch durch zu sein, aber würde ich mit euch gern auch nochmal selbst ein bisschen was erzählen aus meiner eigenen Arbeit. Da geht es natürlich, ich habe schon kurz erwähnt, unter anderem auch so um wie Themen wie Smart Pumps, wie Sebastian gerade gemacht haben, oder Innovation auf der Baustelle, nämlich im ganzen Smart City Bereich. Und was versteckt sich eigentlich dahinter? Und ich habe euch einfach ein paar Slides mitgebracht, die wir jetzt einblenden sollen. Natürlich ist Smart City, und ihr seht es hier, Smart City Berlin ist jetzt auch immer so ein Buzzword. Alle Städte wollen jetzt irgendwie smart werden, keiner weiß so wirklich, was es bedeutet. Aber natürlich geht es hier in erster Linie um Innovation, um genau diese Prozessinnovation, technische Innovation, Dinge anders zu machen mithilfe der Digitalisierung. Und wenn ihr euch mal überlegt, unsere Städte sind nun auch schon etwas in die Jahre oft gekommen. Viele der Systeme, die wir nutzen, sind Jahrzehnte alt oder teilweise Jahrhunderte. Ob das gerade Verkehrssysteme sind, wie irgendwie die U-Bahn oder die S-Bahn. Aber selbst die haben mal als junge Innovation angefangen. Und was uns interessiert bei Urban Impact ist auch, wie können diese jungen Innovationen eigentlich zu den Zielen Berlins auch nachhaltiger zu werden beitragen. Und das wurde alles schön kodifiziert in der Berlin-Strategie 2030. Und natürlich ist da auch immer die Metropolregion, die da mitgedacht, bedacht wird. Und da gibt es verschiedene Oberziele, wo immer dieses Innovationsthema, dieses smarte Thema mit auftaucht, oft mit verschiedenen semantischen Fachtermini. Aber im Grunde, im Kern geht es immer um dasselbe, und auch die verschiedenen Handlungsfelder, die ihr hier seht, decken eine ganze Breite eigentlich an Themen ab. Also da geht es klar auch um Gesundheit, da geht es aber gerade um Mobilität, wo wir heute noch gar nicht so viel drüber gesprochen haben, wo unglaublich viel gerade in Berlin passiert. Es geht um Cleantech, es geht um lebenswerte Nachbarschaften, Sicherheit, gute Luft zum Atmen, damit wir nicht krank werden, all diese Themen und natürlich auch die grüne Stadt, die wir alle wollen, oder lokale Produktion, Circular Economy, die man da runterfassen kann. Und was wir gemacht haben, ist tatsächlich jetzt einfach mal zu schauen, nicht was kommt von top-down sozusagen, was will die Stadt, was sind die Ziele, sondern was passiert schon bottom-up, also welche Startups gibt es bereits, die gerade da so einen Beitrag leisten. Und wir haben die sogenannte Urban Tech Map, heißt das dann, haben wir mal gemacht. Wir haben uns umgeschaut und sind am Anfang eigentlich auch mit der Idee reingegangen, hey, das, vielleicht gibt es 30, 40 Startups, die sich so mit Impact-Themen, grünen Themen beschäftigen in Berlin und Brandenburg. Aber sind dann ganz erstaunt am Ende des Prozesses rausgekommen und haben gesehen, wow, es sind irgendwie über 120 Unternehmen, allein die wir jetzt gefunden haben, die wir hier auf unserer Map so ein bisschen auch geclustert haben. Und hinter diesen ganzen Logos, hinter diesen ganzen Themen, seht ihr auch jetzt auf dem nächsten Slide tatsächlich die verschiedenen Use Cases. Also was steckt dahinter? Wie helfen die denn ganz konkret der Stadt, hier ihre Ziele zu erreichen? Also was, ob das irgendwie
smarte Energieeffizienzpumpen sind, wie wir schon hatten, Parkinglösungen oder die ganzen Ridesharing-Sachen. Es gibt auch sehr viel im Energiebereich, auch im Urban Farming-Bereich haben wir einige der Weltleader, wie zum Beispiel Infarm hier in unserer Stadt. Und oft ist einem das gar nicht so bewusst. Und genau das war eigentlich die Motivation, hier mal diese Übersicht zu schaffen, die Community eigentlich, der auch selbst so ein Gefühl zu geben, dass sie hier nicht alleine sind an weiter Front, sondern tatsächlich hier so ein eigenes Cluster fast bilden. Und genau, und wie ihr auch seht, was wir euch auch nochmal mitgebracht haben in der letzten Slide, ist tatsächlich dort nochmal den Link zur Berlin Startup Map. Und dort findet ihr nämlich auch unter dem Tag Urban Tag, könnt ihr selbst interaktiv einfach filtern. Das ist ein neues Portal, was auch die Senatsverwaltung für Wirtschaft jetzt kürzlich an den Start gebracht hat. Und dort findet ihr jetzt auf einfache Art und Weise diese ganzen Urban Tech Startups, die in diesem Bereich unterwegs sind. Genau, das soll es auch schon von mir gewesen sein. Jetzt geht es weiter in unseren letzten Teil sozusagen, den Talk. Hier freue ich mich jetzt nochmal, Oliver, Kai und Katrin mit dabei zu haben. Genau, da seid ihr auch schon. Wunderbar. Und wir fangen mal ganz anders an. Und ich stelle euch jetzt zwei kurze Fragen und ich würde euch bitten, einfach immer ganz knapp darauf zu antworten, reihum. Und genau, die erste Frage ist, welche Innovation ist denn für euch persönlich am wichtigsten? Welche erachtet ihr persönlich am wichtigsten? Wer möchte anfangen? Dann fange ich mal an. Also ich bin ja ein Kind der digitalen Revolution, Jahrgang 61. Ich habe 84 meine erste E-Mail geschickt, dann in den 90er Jahren mit Laptops gearbeitet. Und das hat mein Berufs- und persönliches Leben natürlich entscheidend geprägt. 84 die erste E-Mail, das ist ja das Geburtsjahr des Innovationspreises. Das passt ja gut. Ja, aber ich war in den USA zu der Zeit. Sehr gut. An wen gibst du weiter? Wer will als nächstes? Ja, dann steige ich kurz ein. Für mich ist es was ganz Banales, und zwar fließendes Wasser aus der Wand. Man denkt heute gar nicht mehr dran, was man damit eigentlich alles machen kann. Man kann es trinken, man kann waschen, man kann kochen. Und ich muss immer wieder feststellen, dass es doch so banal wie es ist, aber doch eine absolut tolle Innovation war. War und ist, definitiv. War und ist, genau. Ja, und bleiben wir bei war und ist. Also ich würde da tatsächlich doch an die Innovation des Impfens denken, die viel Segensreiches gebracht hat. Und was würden wir alle dafür geben für den Corona-Impfstoff im Moment? Also das ist auch eine Innovation und bekommt auch ja viel, viel Gutes aus der Region. Kai, jetzt hast du mir schon meine zweite kurze Frage fast vorweggenommen, nämlich, was wünscht ihr euch denn an Innovation? Wo wollt ihr denn noch mehr sehen? Wo ihr das Gefühl habt, da geht noch so viel mehr? Aber wir haben es einfach noch nicht. Ja, ich wünsche mir, wenn ich da einfach weitermachen darf, natürlich noch viel mehr Einsatz von Daten im Gesundheitsbereich. Ich kann da nicht raus aus meiner Haut. Da kannst du unheimlich viel machen. Aber ich habe auch natürlich großes Verständnis für die Bürgerinnen und Bürger, die sagen, Sicherheit ist hier ganz besonders entscheidend, wenn es um meine eigenen Gesundheitsdaten geht. Aber wir sind ja im Moment auch dabei, jetzt gerade, ich bleibe im Corona-Umfeld, zu verstehen, was passiert da eigentlich. Dachten am Anfang, ist das grippeartig? Ist das vielleicht eine bessere Lungenentzündung oder eine schlimmere? Dass hier die Anwendung wirklich von Big Data oder Smart Data im Zusammenspiel mit künstlicher Intelligenz zu verstehen, den Zusammenhang von Erkrankungen, wie das in anderen Technologiebereichen vielleicht schon deutlich besser ist, da ist im Gesundheitsbereich, glaube ich, noch extrem viel tatsächlich an Innovation zu erwarten. Kai, danke für diese kurze Antwort. Dann gehe ich gleich weiter. Katrin, möchtest du als nächstes? Ja, gern. Also
Ich wünsche mir eigentlich immer noch mehr Innovationen im Bereich Wärmegewinnung durch erneuerbare Energien. Da ist noch wahnsinnig viel Potenzial im Bereich Verbesserung der Wirkungsgrade, Preisentwicklung. Ja, von daher bin ich da sehr daran interessiert, dass die Entwicklung da definitiv weitergeht, wo wir auch dran sind. Das ist gut zu hören. Da kann ich direkt anknüpfen. Also ich würde es gerne noch ein bisschen aufbohren. Ich meine, das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit ist jetzt wegen Corona nicht irrelevant geworden. Und ich denke, da sind wir auch als Gesellschaft dazu aufgerufen, Infrastrukturen, Ökosysteme zu schaffen, wo solche Innovationen auch belohnt werden und wo kreative Menschen ermutigt werden, sich über die Zukunft unseres Planeten und unser nachhaltiges Handeln innovativ Gedanken zu machen. Sehr schön. Ja, das sind alles gute Punkte. Ich würde mich freuen, wenn wir die auch bald in der Tat umgesetzt sehen. Ich würde gleich mal überleiten in unsere Diskussion jetzt. Und Oliver, kurz bei dir bleiben. Nun bist du ja Präsident der Uni Potsdam und da studieren ungefähr 20.000 Menschen. Was ist denn die Rolle aus deiner Sicht auch einfach der Forschung oder auch einer Hochschule letztlich, einer Universität hier, genau dafür, für diese zukünftigen Fragen, diese möglichen neuen Antworten auch zu finden? Na, eine Hochschule ist immer Teil der sie umgebenden Gesellschaft und deswegen auch in einer Verantwortung zum Innovationswesen beizutragen. Das jenseits der klassischen Aufgaben in Forschung und Lehre. In Potsdam haben wir eine große Transfertruppe, die sich damit beschäftigt, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu sprechen, interessante Ideen ausfindig zu machen, die Kolleginnen und Kollegen zu ermuntern, es vielleicht auch mit einer Firma zu versuchen. Kam ja vorhin schon zur Sprache, viele unterschätzen sich dann auch. Also wir haben sogenannte Talent Scouts, die durch die Labors, durch die Forschungsgruppen gehen, auch in Geistes- und Gesellschaftswissenschaften übrigens, und schauen, gibt es da innovative Ideen, die den Transfer in die Wirtschaft, in die Gesellschaft unternehmen sollten. Genau. Ja, dann gibt es da natürlich auch oft Zielkonflikte. Und ich will mal ein Beispiel rausnehmen, was uns jetzt auch was uns jetzt auch gestellt wurde hier für die Diskussion. Und das wäre jetzt einfach nochmal, weil es auch so ein Medienhype hat, die Neuansiedlung von Tesla in der Region. Ich würde das mal an euch alle spielen gern. Was seht ihr da für mögliche Potenziale, für Impulse für die Region? Aber auch, was hat vielleicht Tesla überhaupt bewegt, hierher zu kommen? Also irgendwas müssen wir da dann auch richtig machen. Ja, soll ich anfangen? Also zur Attraktivität dieses Innovationsraumes hatte ich ja vorhin schon einiges gesagt. Ich denke, das haben auch die Tesla-Leute gesehen, dass hier richtig in Berlin-Brandenburg was los ist, kreativ. Und dann war eben auch der Platz vorhanden. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Und da haben wir eben genau diese Stärke, die Synergie zwischen Berlin und Brandenburg beweisen können. Und für die Region, klar, jedes Projekt hat Vor- und Nachteile, die man abwägen muss. Und da so eine Fabrik hinzusetzen, ist auch nicht ohne, was die Auswirkungen auf die Umwelt und auf die Menschen dort angeht. Aber ich denke, insgesamt ist es eine tolle Sache für die Region. Wenn man das noch ergänzen darf zu dem, was dazukommt, Elon Musk wollte natürlich ganz ausdrücklich mit seinem Thema in Deutschland punkten und er wollte dort nicht in Buxtehude oder in Reutlingen punkten, sondern er wollte das Ganze in Berlin tun. So, dann kam dazu, dass Jörg Steinbach als Brandenburger Wirtschaftsminister, ja auch mal Universitätspräsident gewesen, hier zusammen mit der WFBB und auch mit uns, glaube ich, sehr, sehr gute Arbeit in der Unterstützung geleistet hat. Das Gesamtpaket hat einfach gestimmt und ich glaube, das ist ein wichtiger Impuls, weil wir sehen bei aller Fokussiertheit und Stärke, die wir ziehen aus dem Thema Startups, auch wie wichtig das ist, Branchengrößen dabei zu haben, um die größeren Wettbewerbe anzugehen, um die großen Themen, die großen Challenges anzugehen. Da ist, glaube ich, eine gesunde Mischung aus Kleinen und Großen ganz, ganz hilfreich. Also ich erwarte da sehr, sehr viel Impuls in den nächsten Jahren aus dieser Entscheidung. Katrin, wie siehst du das als Gründerin?
Ja, kann ich mich eigentlich meinen beiden Vorrednern nur anschließen. Es ist immer so, dass von beiden Seiten betrachtet werden muss, wobei ich auch denke, dass die Entscheidung von Tesla, hierher nach Brandenburg zu kommen, für Brandenburg schon auch Vorteile, sei es im Bereich Arbeitsplätze, die ja bei uns doch noch dünn gesät sind, liegt. Also wie gesagt, ich begrüße es persönlich. Ja, danke für eure Einschätzung. Ich glaube, das, was wir definitiv begrüßen können, ist die Signalwirkung, die von so einem Investment einfach zu so einer Standortentscheidung, die da auch von ausgeht. Und ich glaube, das ist aber auch was, was wir sehr schön auf dem Innovationspreis übertragen können. Dort halt ausgezeichnet zu werden, nominiert zu werden allein schon, ist wirklich auch so eine Signalwirkung. Das haben wir gerade in den verschiedenen Interviews ja auch gehört. Gerade für die Gründer nach außen hin, für den Markt, ja, man ist erfolgreich. Man ist etabliert vielleicht sogar, aber auch besonders nach innen, um die Motivation im Team hochzuhalten. Und ich habe vielleicht abschließend einfach eine Frage nochmal an euch alle. Was sind denn vielleicht jeweils eine andere spannende Innovation aus den letzten Jahren beim Innovationspreis, die euch irgendwie beeindruckt hat, die ihr spannend findet, wo ihr einfach auch Potenzial für die Region langfristig seht? Gibt es da etwas? Wenn ich da mal anfangen darf, ich fand ganz besonders, immer besonders spannend die Sachen, die aus dem Hasso-Plattner-Institut kommen. Tolle Arbeit von Professor Meinl und seinen Kollegen. Die Schulcloud finde ich ein großes Ding, macht sich gerade in diesen Tagen sehr, sehr bewährt. Und da ja abzusehen ist, dass unser schöner Talk sich dem Ende nähert. Bei allen Vorteilen des digitalen Lernens, einen Wunsch habe ich noch mitzugeben von meinem Sohn an Professor Günther. Fangt gerne wieder an, tatsächlich mit Präsenzveranstaltungen in den Universitäten, wenn es geht. Die Studenten, die wollen echt wieder rein und wollen ihre Professoren sehen. Aber die Schulcloud, also die Möglichkeiten des Digitalen, glaube ich, vom HPI, das würde ich gerne nochmal erwähnen an der Stelle. Danke. Katrin, Oliver? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe jetzt nicht alle Innovationen im Kopf, die jetzt in den letzten Jahren gewonnen haben, kann aber nur noch mal hervorheben, die Bandbreite, die der Innovationspreis auszeichnet, ist halt wunderbar, sodass wirklich alle möglichen aus allen Bereichen auch eine Chance haben, den Preis zu bekommen. Und von daher waren da sicherlich sehr, sehr viele Innovationen dabei, die ja wirklich toll sind für die Gesellschaft. Und als Juryvorsitzender bin ich natürlich der Neutralität verpflichtet. Einen Teufel tun und eine Sache herausnehmen. Wir bedienen die Bandbreite. Ich bin Informatiker, aber in der Jury sind alle, also sind die ganze Fächerbreite vertreten, auch die Gesellschafts- und Sozialwissenschaften. Deswegen diese Breite, die macht's aus. Sehr schön. Dann bedanke ich mich vielmals für eure Zeit, für eure spannenden Perspektiven hier. Ich glaube, das hat hoffentlich auch unseren Zuschauern bei unserem ersten Innopreis-Talk hier wirklich weitergeholfen, war auch definitiv kurzweilig, kann ich nur sagen. Also in dem Sinne schon mal vielen lieben Dank. Und genau, das war zwar der erste Innopreis-Talk, aber nicht der letzte. In 2 Wochen wird es nochmal einen geben, voraussichtlich am 10. Juni. Wir werden das aber auch nochmal überall auf unseren Kanälen bekannt geben. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht. Bitte folgt uns auch auf Twitter und überall auf Social Media, wo wir überall sind. Erzählt es weiter in euren Netzwerken. Vielleicht habt ihr auch zugeschaut und gesagt, hey, das wäre doch vielleicht für meinen Bekannten noch was. Davon lebt natürlich der Preis, dass dort wirklich viele tolle Einsendungen auch eingehen. Und genau, dann bedanke ich mich auch ganz herzlich persönlich und freue mich bis aufs nächste Mal.